Liebe Schwester, lieber Bruder, als wir im Priesterseminar den Kurs zur Begleitung von Trauernden hatten, erzählte die Referentin von einem Ehepaar, bei dem der Mann verstorben ist. Und wie es ist, man erzählt im Freundeskreis davon, man überlegt, wie kann man diese Zeit danach gestalten. Und es kam die Idee, geh doch mal irgendwo hin, wo ihr noch nicht gemeinsam wart. Da sind dann auch keine traurigen Erinnerungen. Da ist alles neu. Die Frau kam zurück von diesem Urlaub und sagte danach, dort, wo ich jetzt war, dort habe ich meinen Partner verloren, denn er war nicht mit mir dort. An diesem Ort habe ich meinen Partner verloren. Er war nicht mit mir dort. Das Bild zeigt mir, dass Erinnerungen an einen bestimmten Ort gebunden sind. Wir verbinden unsere Lebensgeschichten auch mit den Orten, wo wir waren. Diese Orte helfen uns, die Erinnerung an Menschen wach zu halten. Und so ist es auch mit den Jüngern. Die Jünger gehen nach der Himmelfahrt Jesu nicht sofort neue Wege. Der Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, ein vertrauter Ort. Und die Strecke, eine vertraute Strecke, denn es ist der Weg, den man auch am Sabbat gehen durfte, wie es im Gesetz steht. Und danach gehen sie ins Obergemach, in den Raum, in dem sie mit Jesus das letzte Abendmahl gegessen haben. Und mit diesen beiden Handlungen werfen sie Anker. Zum einen werfen sie einen Anker hinein in die Gebote in ihren Glauben, mit dem sie aufgewachsen sind. Und zum anderen werfen sie den Anker hinein in den Ort, an dem Jesus ihnen das Gebot der Nächstenliebe aufgegeben hat. Das Obergemach, der Ort der Fußwaschung. Und an diesem Ort beten sie miteinander. Dort suchen sie Gottes Antlitz, wie es auch im Eröffnungsvers für den 7. Sonntag der Osterzeit heißt. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Und sie tun dies in Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die namentlich aufgezählt wird. Das ist keine namenlose Rotte. Das ist eine Gruppe, in der jede und jeder seine eigene Geschichte hat. Und zusammen haben sie einen Auftrag. Sucht mein Angesicht. Verankert euch in mir. Daran wird man uns in der Welt als Christen erkennen. An unserem persönlichen Suchen, an unserem persönlichen Ringen. Suchen, das ist ein lebendiger Vorgang, aber ab und an auch sehr anstrengend. Gerade die Suche nach dem richtigen Weg, dem nächsten Wegzeichen, kann an den Kräften zehren. Daher ist es gut, Jesus Christus als Ankerplatz zu haben. Sein Fixpunkt, der Vater im Himmel. Mit ihm verbunden erfüllt er seinen Auftrag, indem er stets beweglich blieb. Jesus Christus hat seinen Auftrag erfüllt. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters. Am Ende des Evangeliums zum 7. Sonntag der Osterzeit heißt es, aber sie sind in der Welt, so sagt Jesus über seine Jünger. Wir sind in der Welt, um sein Werk fortzusetzen. Wir machen das Reich Gottes sichtbar.
Vor allem, wenn wir aus der Zusage Jesu leben, wenn wir uns von seiner Lebendigkeit anstecken lassen. Und helfen kann uns dabei das gemeinsame Beten, das gemeinsame Ringen um unseren Glauben, wenn wir uns miteinander austauschen. Und helfen kann uns, wenn wir von ganzem Herzen Gott suchen, sein Antlitz. Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Und es ist an uns, es ihm gleich zu tun, seine frohe und freimachende Botschaft in die Welt zu tragen, mit den je eigenen Begabungen und Fähigkeiten. Im Glauben und im Vertrauen auf ihn. Ihn, der uns seinen Geist der Lebendigkeit geschenkt hat. Um seine Wege, neue Wege, Lebenswege in der Welt zu gehen, in ihm verankert. Amen.